Hallo mal wieder. Wir haben Mai 2016 und ich habe heute statt einem Beltane-Altar einen Weiblichkeitsaltar eingerichtet. Das war jetzt gerade so ein bisschen mein Thema, die Stärke der Frau sozusagen zu finden. Und das ist das erste Mal, dass ich mich wirklich so intensiv auch mit der Farbe Rosa auseinandersetze. Die hätte ich früher überhaupt nicht vertragen. Und ich muss sagen, dass die Arbeit damit mich jetzt irgendwie langsam mit der Farbe ausgesöhnt hat. Und ich sie jetzt auf diesem Altar ganz häufig auch einfach als Farbe der Kraft wahrnehme. Also wieder ganz klassisch haben wir hier Symbole für im Norden der Stein, hier oben. Der Stein für den Norden. Dann haben wir hier ein Luftsymbol. Der Rauch, der daraus aussteigt, wäre dann Luft. Dann haben wir hier eine Feuerblume und einen ganz neu polierten Kelch als Wassersymbol. Und was ich hier oben auch ganz immer stehen habe, ist eine Mutterkerze. Das ist, also die nenne ich so, die ist der Heiligen Mutter geweiht. Passt also auch wunderbar jetzt zu diesem Frauenaltar. Ich habe auch noch andere Kerzen, manchmal steht da auch eine andere. Ja, dann habe ich letztens dieses kleine Abbild hier selber gemacht. Genau, also auch eine Frauengöttinnengestalt. Dann als Ermächtigungssymbol sozusagen diese Mala hier, die ich aus Eicheln gemacht habe, eigentlich eine sehr männliche Sache. Erstens, weil das natürlich Samen sind, das ist dann so eher eine männliche Energie. Eiche ohnehin sehr männlich, aber gerade für den Ermächtigungsaspekt der Frau fand ich das sehr passend. Schließlich habe ich als Frau ja auch diese Mala selbst gemacht, ist ja auch eine Ermächtigung. Dann haben wir hier für das Sanfte und für das Sexuelle so als Symbole was liegen. Dann einfach wieder rosa und zarte Dinge. Der Rosenquarz hier in der Kette verarbeitet, in dem Armband, ist ja auch ein sehr starker, zwar sanfter, aber sehr starker Stein. Dann habe ich hier einen meiner Zauberstäbe im Hintergrund liegen. Ein gekauftes Exemplar, den ich auch als sehr weiblich empfinde. Also das ist so mein, so ein richtiger Hexenzauberstab für die starke Frau. Dann zwei Runen. Kenaz, das steht im, also das Pendant dazu, Kan aus dem Armin-Futag, bedeutet tatsächlich explizit Weiblichkeit. Das Kenaz selber ist eigentlich eher so ein Feuersymbol. Für mich persönlich hat es unglaublich viele weibliche Aspekte, wird jetzt aber zu schwer darauf einzugehen, zu kompliziert. Und dann haben wir hier Algis. Das ist eine Art Segens- und Anrufungsrune auch. Und man sieht auch, es sieht so ein bisschen aus wie jemand, der also die Arme zum Himmel hebt, um die Göttin anzurufen. Und das ist für mich deswegen auch sehr weiblich. Die Federn hier, also das ist eine Gabe der Natur. Ich habe das tatsächlich nicht zusammengeklebt. Es ist genau so aus der Natur zu mir gekommen. Das nutze ich, um hier Rauch zu fächeln. Und das liegt jetzt eigentlich auch des Elements wegen dort. Weil das also in der Luftecke. Ja, da haben wir einen süßen kleinen Kessel da hinten. Der kann sogar, das Feuer darin kann sogar leuchten. Ich habe es aber gerade nicht eingesteckt. Dann den Bambus haben wir immer da stehen. Einfach mein Natursymbol. Und hier aus dem Wildwood Tarot die grüne Frau. Also auch hier die Symbolik. Ein großer Kessel, also mit dem Bauch auch dahinter und in einer bauchigen Form für die Fruchtbarkeit. Da ist auch eine weiße Flüssigkeit drin, also wie Milch eigentlich von der Mutter. Und so die nährenden weiblichen Aspekte. Ja, dann gehen wir mal hier runter. Da habe ich also zwischen dem Stein und der Luft habe ich hier, das ist die Hexenrune für die Weiblichkeit.
Finde ich interessant. Die ist ja ganz ähnlich wie Algis, die ich vorhin gezeigt habe. Ich lang sie gerade mal rüber. Die ist ja ganz ähnlich, ja, nur der Mittelstrich fehlt. Genau, das ist die Rune für die Weiblichkeit im Hexen, bei den Hexenrunen, genau. Und dann haben wir die Rune für die Männlichkeit daneben. Die fand ich jetzt als Pendant irgendwie wichtig, weil ohne Männlichkeit gibt es nun mal auch keine Weiblichkeit. Ohne Gegensatz geht es eben nicht. Und wir wollen ja hier auch nichts gegen Männer sagen, so ist es ja nicht. Ja, dann habe ich hier meine Kette mit dem Lebensbaum, schön drapiert auf dem rosa Blütenblatt. Sind übrigens keine echten Blüten, ich habe zurzeit keine echten Rosenblätter da. Ich werde dann wieder sammeln, wenn es soweit ist. Dann haben wir hier ein Steinei. Das ist jetzt in dem Fall Orangenkalzit, aber das Ei natürlich auch wieder als Fruchtbarkeitssymbol. Ganz wunderbar passend hier. Dann liegt hier quer ein weiterer meiner Stäbe. Den habe ich, das ist so mein persönliches Fable, den habe ich dem Wasser und dem Feuer gewidmet. Also ich habe hier so Glitzer drauf, wie man sieht, und einen Metalldraht umgewickelt. Das ist also Element Feuer. Und dann die ganzen Muscheln als Element Wasser. Ich bin ein unglaublicher Fan von dieser Elemente-Kombination. Das ist irgendwie so genau meins. Ja, dann haben wir den Kelch, wie gesagt, heute themenmäßig mit einem Blütenblatt. Und in der Feuerblume, die auch so für den Sommer und die auch vielleicht ein bisschen heute auch für Beltane steht, habe ich dann doch noch eine hübsche und milde Gabe da an die Götter sozusagen. Das kleine Fläschchen mit Gold. Dann Muschel, eine kleine Muschel natürlich als Weiblichkeitssymbol. Übrigens nicht die einzige, hier oben war ja schon mal eine große. Und dann einfach wieder, sind wir wieder am Anfang angekommen, ein paar Federn. Genau, was ich noch nicht gesagt habe, hier einfach eine dekorative Rose. Natürlich Rose, Weiblichkeit, das muss man wohl nicht erklären. Genau, das war mein Weiblichkeitsaltar hier im Mai 2016. Ich werde bestimmt noch weitere Altare mit euch teilen. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Deine Amalthea.